Guten Abend, liebe Zuschauer, zum jetzigen GFT Live Trading TV am Montagabend 19:45 hier bei uns. Und wir wollen ganz kurz den Blick auf den DAX werfen, bevor wir uns den US-Indizes zuwenden, die hier ähnlich euphorisch daherkommen. Wir schauen kurz auf den DAX-Stundenchart der Analyse von heute Morgen. Eben mit der Annahme, wenn wir über 11,8 bleiben, sieht das ganz gut aus, dass der DAX sich hier tatsächlich Richtung 900, also 11.900 hier zum Wochenpivotpunkt vorarbeiten kann. Und sehen Sie diesen blauen Verlauf hier nahezu punktuell abgearbeitet. Und nun, ja, technisch gesehen wäre jetzt eigentlich die Zeit reif, dass der DAX wieder nach unten dreht und praktisch hier 11,8, 11,7 hier nochmal antestet. Das wird sich zeigen müssen. Die Amerikaner aktuell stark. Hier der direkte Umkehrschuss nach unten Richtung 11,7 erfolgte nicht. 11,8, wie gesagt, stabilisiert. Jetzt stehen wir hier an einem durchaus wichtigen Level und das werden wir morgen in der JFD Live Trading TV Sendung von morgen analysieren, wie es denn hier weitergeht. 11.900 in jedem Fall erstmal ein kleiner Widerstand hier nach oben technisch gesehen. Wenn wir die 11.900 überbieten, dann gibt sich natürlich hier wieder eine Chance, das Niveau von 12.000 Punkten zu erobern. Chancen sind nicht schlecht, sofern die Amerikaner ihre Niveaus halten können. Und da gehen wir gleich mal auf den S&P 500, auf den großen breit gefassten Index. Und wir sehen hier sehr schön, dass hier die Analyse vom Freitag auch relativ zügig zum Zuge kam. Also es wurde hier mit Rücksetzern in Richtung 2070 gerechnet. Das Tief lag hier bei 2071,80, also mit einem Toleranzradius von 2-3 Punkten ist es okay, dass wir praktisch tatsächlich dieses Niveau gesehen haben. Seither aber nichts irgendwie mit im tieferen Niveau aufhalten. Seither kommt der Index wieder stark nach oben und siehe da, wir stehen schon wieder über 2100 Punkten. Sehr, sehr starke Vorstellung. Wir müssen jetzt beobachten, wie es weitergeht. Wir sehen, der Index kommt gerade ein Stück weit von seinem Tageshoch zurück. 2105 ist ein Widerstandsbereich. Der ist schon lange bekannt. Man muss jetzt festhalten, S&P 500, Green Zone, machen wir direkt mal als Supports wieder fix. 2105 war Widerstand. Jetzt hier der Bereich 2097. Auch hier in der jüngsten Vergangenheit immer mal wieder ein Level, an dem der Markt sozusagen ein Stück weit eine Price Action vollzogen hat. Und insofern hier bündeln sich auch die kleinen Durchschnitte mehr oder weniger. Man darf sagen, oberhalb von 2097 sieht es eigentlich ganz gut aus. Also wenn der Index jetzt zurückkommen sollte, hätte er hier in jedem Fall die Chancen, nochmals hier in Richtung 2105 anzuziehen. Wenn es jetzt leichte Rücksetzer gibt, die muss es gar nicht in der Art geben. Vielmehr kann es eben auch dann vom aktuellen Niveau schon mal nach oben gehen. 2105 erstmal kurzfristig gesehen, hier in jedem Fall ein Level, was man im Auge haben sollte. Unterhalb von 2095 muss man natürlich dann hier schon wieder die Niveaus nach unten abtragen. Das ist ganz klar hier auf Stundenbasis. Aber gehen wir mal an den Tag, da hat sich die Situation im Wesentlichen nicht verändert. Aber wir sehen hier ein Harami nach Candlestick-Manier. Ja, Harami ist im Prinzip eine Candlestick-Formation in Form von zwei Tageskerzen. Eine sehr bärische, die haben wir am Freitag gesehen, und jetzt hier sozusagen ein Inside-Bar, also eine Kerze, die innerhalb dieser ersten Kerze hier verweilt. Und das ist genauso ein Bild, wie wir beim DAX im Prinzip sehen, aber auch beim Nasdaq bzw. S&P 500, wie eben hier. Und das ist interessant. Im Prinzip ist das ein gewisser bullischer Grundton, aber die Harami-Kerzen sind statistisch nicht die stärksten. Wenn es aber zu einer Auflösung kommen sollte, und das wäre insbesondere hier über einem Hoch vom Hoch der Kerze vom Freitag 2138 Punkte, und da würde ich hier vielmehr nochmal drauf Wert legen, dass hier insbesondere das Hoch hier vom 23. März 2015 überboten werden müsste, um hier wirklich ja, Power nach oben zu entfalten. Also Trendlinie dann klar überwunden, 2100 klar überwunden. Erst dann wäre ich hier wirklich auf der Bullenseite. Für mich existieren hier aktuell latent nach wie vor Risiken, dass der Markt hier nach unten driftet. Wenn er es denn tut, wären das wieder Nachkaufchancen. So. Übergeordnet sehen wir, dass wir mit dem Bullish Harami von heute mehr oder weniger nicht eine Fortsetzung finden. Und ja, in der jüngsten Zeit hat sich häufig gezeigt, dass wenn es Verkaufskerzen gab und die nicht sofort wieder ihre Fortsetzung fanden, es theoretisch immer wieder im Anschluss raufging. Insofern bleibt hier das Niveau einer gestrichelten Kerze mal zu favorisieren mit einem gestrichelten Preisverlauf. Oberhalb von 2115 sind hier die Bullen wieder ganz klar am Ruder. Aber beim DAX
Beim S&P 500 haben wir hier kurzfristige Widerstände voraus und es kann ruhig durchaus nochmal hier zu einem Pullback kommen, solange wir eben nicht deutlich über 2115 rausgehen. Das kann sich hier auch durchaus so nochmal gestalten. Also so richtig bullisch ist das jetzt hier, die eine Kerze, wie gesagt, für mich nicht. Wenn wir aber über das Hoch der Freitagskerze rausgehen, haben wir hier schon mal eine Startindikation, um dann vielleicht doch über 2015 auszubrechen. Ganz klar bärisch halt, das will ich noch reinziehen. Wäre es natürlich, wenn wir hier das Tief vom Freitag unterschreiten. Und also man kann eigentlich davon ausgehen, wenn wir hier Niveaus unter 2080 auf Tagesbasis machen, läuft da immer 50, auch 2079, den Bereich, dann muss man hier davon ausgehen, dass es einen stärkeren Rücksetzer gibt. Das ist dann wohl das zu präferierende Szenario. Gut, liebe Zuschauer, dann wollen wir jetzt mal ganz kurz noch auf den Nasdaq 100 schauen, der hier stark daherkommt, über 1% im Gewinn. Und hier die Einschätzung unlängst, gab eine Aufwärtsbewegung, ist schon ein paar Tage her. Müssen wir jetzt direkt mal rausnehmen hier die Pfeile, hat sich aber insofern umgesetzt, also nicht schlecht. Jetzt aktuell, wie gesagt, gut gelaufen, ganz klar. Sind auch hier leichte Schwäche, aber der Index macht mir hier jetzt schon wieder den Eindruck eher, dass er hier, wenn er seitwärts noch oszilliert, die kommenden Stunden durchaus hier nochmal das Widerstandslevel 4435 ansteuern will. Also Nasdaq hier Unterton bullisch. Sieht so aus, als würden wir hier eine direkte Fortsetzung kriegen der Aufwärtsbewegung. Allerdings hier auf den Tagesschart auch geschaut. Gleiche Kerzenkonstellation. Haben wir den Bullish Harami. Ganz klar aufgelöst wäre dieser erst über dem Hoch der Vortages-Freitagskerze. Und ähnlich wie beim S&P 500 müsste es dann sogar noch ein Stück weit rausgehen. Hier das Hoch vom 23., 13.4. halt. Dieses Kerzenhoch, 23. wäre sogar noch deutlich weiter drüben. Also 23., 22. die Kalenderwoche hier. Da müssten wir schon hier deutlich höhere Niveau sehen. Hier auf den aktuellen Chart bezogen, das Level, das Hoch hier vom 13. April, 4447,70. Darüber kann man vorsichtig bullisch sein. So, Aufwärtstrend immer noch intakt, das ist gut. Insofern hier ein bisschen Ping-Pong. Und dann beim Nasdaq doch hier die Ambition, dass das eher nach oben gehen dürfte. Also hat hier einen schönen bullischen Unterton. Wir haben hier ein symmetrisches Dreieck. Wichtig ist, dass er eben hier nach oben sich jetzt auflöst. Und wenn die Technologie nach oben zieht, vergessen Sie nicht, Apple in einer Woche Zahlen, dann dürfte das mehr oder weniger den S&P 500 und wahrscheinlich auch den Nasdaq antreiben. Wie gesagt, S&P 500 fehlt ja auch nicht viel. Die 2115, wenn wir darüber gehen, dann fliegt der Deckel. Und dann dürfte der DAX sicherlich auch relativ zügig über 12.000 Punkte widerstehen. Also war es das schon in Sachen Korrektur. Augenblicklich nur leicht bullische Kerzenkonstellation. Im Prinzip Reversal-Versuche aufgrund der vorangegangenen Verluste vom Freitag. Aber hier ist noch nicht alles in Sack und Tüten. Es sei denn, wir machen eben jetzt Hochs über den Hochs vom Freitag. Das wäre sehr bullisch. Ansonsten muss man hier erstmal abwarten, wie dann der Dienstag in den Markt kommt. Ich würde es jetzt erstmal an dieser Stelle belassen für die Beschau. In jedem Fall interessant, was die Märkte machen. Also keine direkte Fortsetzung, vielmehr Bullish Harami-Kerzen, wo man hinschaut. Es bedarf allerdings eben der Ausbruch über die Hochs-, gegebenenfalls, wenn es bärisch läuft, unter die Tiefs vom Freitag. Und dann kann man erst weiter im Sinne eines Breakouts, im Sinne einer Momentumbewegung spekulieren, um dann praktisch die Folgebewegung zu erhaschen. Gut, liebe Zuschauer, das soll es gewesen sein für das JFD Live Trading TV an dieser Stelle. Wenn Sie mögen, morgen natürlich wieder 1, 2 Sendungen und das JFD Devisenradar natürlich ab 9:30 Uhr. Und in dem Zusammenhang wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Restabend. Auf bald, Ihr Christian Kämmerer.